So, und da sind wir auch schon wieder. Ich war noch fix etwas einkaufen, und zwar, da wir eh alleine mit Chandra sind, habe ich dann noch ein paar kleine, relativ billige Dinger gekauft und mir habe ich die eine Rüstung da angezogen. Hoch, falsche Taste. So, und zwar die hier. Die hört sich ja doch ganz lustig an. Na gut, wir haben zwar relativ, hohe Zauberpatzer-Dings, aber da will ich mal ausprobieren, wie schlimm das wirklich ist. Der Segen aber schätzt euch Glück. So, und mir fällt es zu, euch in der Ritterlich gut. Und seid erweist, schützt allen Knappen, werden diese Regeln durch Wiederholung und Disziplin. Und was würdet ihr nicht alles tun? Ein angesichts der besonderen Umstände. Am nächsten Morgen werde. Dann kommt. Ich führe euch zur Trostlichtung. Dann mal los. Also ich hoffe mal, ihr habt noch halbwegs in Erinnerung, was der Kerl damals gesagt hatte. Ich werde jetzt, das hier werde ich mir noch kurz angucken mit der Chandra und allem. Aber ansonsten. Jeder Ritter und jeder Knappe in Niewinter hat diesen heiligen Boden schon berührt. Zu Helm, Tempus, Torm und Tier wurde hier gebetet. Denkt daran. Denkt an den Bund, dem ihr beizutreten wünscht. Vielleicht lehrt ihr euren Geist und denkt an gar nichts. Ich werde am Morgen zurückkehren und ihr könnt den neuen Tag als mein Knappe begrüßen. Gut, ich werde euch und eure Gedanken verlassen. Warum dreht er sich? Seid ihr da? Ich kann hier draußen kaum etwas sehen. Ja, na, so viel Nebel. Kauft ihr eine Brille, junge Dame? Versteht ihr, so wie euch der Ärger auf den Fersen ist, konnte ich euch doch nicht allein hier draußen lassen. Ich weiß, dass ihr um mich besorgt seid. Doch wenn ich ginge, würde ich nur von Githyanki oder Dämonen angegriffen. Deshalb ist hier bei euch wohl der sicherste Platz für mich in ganz Farren. Außerdem wollte ich sehen, ob die Götter weitere Bestrafungen für euch vorgesehen haben. Wie nett. Hey! Habt ihr etwas gehört? Ich hatte nicht erwartet, dass das Mädchen hier wäre. Wir werden ihr die Trauer um euch ersparen und töten sie einfach auch. Tja, ich bin hier. Warum versucht ihr es nicht? Wir sind die, die entsandt wurden, euch zu töten, Knappe. Versucht nicht zu leise zu sterben. So, junge Frau, du Folgt darfst mir. Jetzt mal Alle. Los. Wir müssen hier raus. Und dich, ich guck mal, Ich will eigentlich eher da hinten den Kerl sein. Das ging jetzt einfach, das ist daneben. Kacke. So stark ist er doch nicht. Nichts hält sie jetzt was aus. Ich hoffe, ich bin kurz durch. Ich drücke jetzt mal halt nichts Schaden. Trostlichtung, hä? Was für eine schlechte Namensgebung. Diese Männer kamen aus dem Nichts. Verbringt ihr denn keine Nacht in Frieden? Nee, anscheinend nicht. Es ist selten, glaub mir. Das glaube ich. Hey, der Anführer da. Er hat einen Ring am Finger. Es ist ein Kreis mit Zähnen. Oder Stacheln. Larsken, bestimmt. Behalte ich besser. Klar, ist für euch. Sieht nicht magisch aus. Ich mache mich besser davon, ehe euer Ritter zurückkehrt. Ich will euch keinen Ärger bereiten. Ja, trotzdem danke. Klar, eigentlich hat es auf gewisse Weise sogar Spaß gemacht. Viel Glück. Und hoffentlich seid ihr der neueste Knappe von Niewinter, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Danke, was ist geschehen? Ach, ich wurde nur von Laskanischen Assassinen angegriffen, aber ansonsten...
Zweifellos haben sie von eurem Plan Wind bekommen und sahen dies als letzte Gelegenheit, euch wie gewünscht zu verurteilen. Wie auch immer, ihre Anstrengungen sind fehlgeschlagen und das ist alles, was zählt. Ich nehme euch als meinen Knappen an und verpflichte euch zum Dienst für den Thron von Neewinter. Dieser Titel lässt euch auch zum Adel gehören. Denn wahrlich kann keine Sache nobler sein, als die Heimat vor denen zu schützen, die sie bedrohen könnten. Kommt, Nasher sollte über die Änderung eures Standes informiert werden. Okay, wartet, ich bin gleich zurück. Ich bin noch gerade hier. Ja, ihr wisst schon. Die Kerlchen hier etwas befummeln und nehmen, was sie gerade noch bei sich tragen. Ja, gehen wir. So, jetzt haben wir eine königliche Sequenz. Ah, Sir Grayson. Schön, euch zu sehen. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, mein Herr. Was führt euch hierher? Ihr seht besorgt aus. Mein Herr, mir ist zu Ohren gekommen, dass dieser Mann des Mordes beschuldigt wird und Lasken übergeben werden soll. Das entspricht der Wahrheit. Seid ihr deswegen hier? Ich bin hier, weil dieser Mann mein Knappe ist und nur durch eure Hand und den Willen der Götter gerichtet werden darf. Was soll dieser Unsinn? Dieser Ritter hat keinen Knappen. Wählt eure Worte mit Bedacht, Botschafterin. Sonst müsste ich annehmen, dass ihr einen meiner Ritter der Lüge bezichtigt. Ich höre nur, wie ein Mörder geschützt werden soll. Dann lasst den Angeklagten sprechen. Was sagt ihr dazu? Sagt mein Ritter die Wahrheit? Seid ihr sein Knappe? Nö. Ich stehe Neewinter seit gestern, ne? Ich bin sein Knappe und schwöre Neewinter gut und treu zu dienen. Ja, das mit dem seit gestern Nacht, das müssen wir ja nicht sagen. Dann ist das wahr. Das heißt, dass dieser Knappe hier gerichtet werden wird, Botschafterin, nicht auf laskanischem Boden. Ich sehe hier keine Gerechtigkeit, aber es war auch töricht von mir, in Neewinter Gerechtigkeit zu erwarten. Da hat jemand seine Tage. Zu sehen, wie dieses schadenfrohe Grinsen aus ihrem Gesicht weicht, freut mich mehr, als ihr euch vorstellen könnt. Aber dadurch haben wir uns nur etwas mehr Zeit erkauft, die wir nicht vergeuden dürfen. Wir müssen herausfinden, was wirklich in Amber passiert ist. Rasch. Aber das könnt ihr nicht hier tun. Ihr habt meine Erlaubnis, Neewinter zu verlassen, wenn ihr mir euer Wort gebt, dass ihr für das Urteil zurückkommt. Natürlich. Reist nach Letzthafen. Dort kann euch jemand nach Amber führen. Kehrt dann mit allem zurück, was eure Unschuld beweisen kann. Es wäre weise, mit Haramos in Letzthafen zu reden. Er gilt als gerechter Mann, der über sein Volk und die umliegenden Länder wacht. Wir werden sehen. Ich gratuliere euch, dass ihr euch in den Dienst Neewinters und seiner Ritter gestellt habt. Dient Neewinter, dann wird Neewinter auch euch dienen. Geht nun nach Letzthafen. Es sollte auf eurer Karte markiert sein. Versucht auch, nach Amber zu gelangen, sobald ihr dort seid. Bleibt fest in eurem Entschluss. Ich bin sicher, dass ihr schon bald die Wahrheit herausfindet. Und nach diesem Urteil werden wir weitere Aufgaben für euch haben. Na dann mal los. Ach, der hat ja auch eine. Ich bin ganz Ohr, ehrlich. Ach, der muss mit. Ach so. Ah, okay. So, jetzt lass mal gucken, was es da Schönes gibt. Und doch so viel Interessantes. So interessant ist, ja, ne? Na gut.
Ach, der hat ja schon wieder ein Level ab. Todeskreis. Wirkungsbereich Ziel, Explosion mit 3. Ah, okay. Und das hat man noch. Habe ich das wahrscheinlich falsch gelesen oder wie auch immer? So, jetzt lass mal gucken. So. Freude! Jetzt ist der ja mal gerade gar nichts. Ja, jetzt. So. Ich denke, das können wir dann so lassen. Ja. Dann gehen wir jetzt doch mal nach Letzthafen. Und erstmal gucken, wartet mal, wie sieht es denn mit unserer Gruppe aus? Die ist irgendwie wie leer gefegt. Müssen wir erstmal noch ein paar Leute hier einsammeln. Ach Gott, geht's da runter? Sah gerade aus, so auf den ersten Blick, wie die Urukai von Saruman mit dem Zeichen der weißen Hand. So, ich weiß nicht, ob man die nicht da mitnehmen soll. Ich würde eigentlich mal gerne jetzt mit dem Zauberer und mit dem zweiten Caster noch rumrennen. Und ich bin schon wieder falsch gerannt. Warum sagt mir das denn niemand? Mensch, Leute! Ihr müsst mir das doch sagen, wenn ich falsch renne. So. Letzter Hafen, da haben wir es doch. Zwergenkundschafter, da könnte ich auch mal noch hin. Das ist bestimmt irgendwas mit Kelga, da können wir dem seine Quest mal noch weitermachen. Das wäre auch mal noch eine Idee. Ich glaube, das machen wir mal nach Letzter Hafen hier mit der Ember-Sache. Wenn wir da nicht automatisch schon in Akte 3 sitzen, hoffe ich mal. Send. Ah, das ist also... Ah, nein, ich hab's verplant. Nein. Wir sind nur eine kleine Gruppe. Ah, das ist also das... Sonst geht noch... Sind so hoch wie ihr euren Nasen tragt, ist es ein Wunder, dass es nicht reinkriegt. Ich weiß nicht immer, was das heißt, meine Gute. Aber es kommt mir für hiesige Verhältnisse doch recht veraltet und bezaubernd unwissend vor. Schluss jetzt, wir müssen Informationen sammeln. Wir sollten so schnell es geht, Hermes, wie auch immer der nochmal hieß, aufsuchen. Er kann uns nach Ember lassen, wo wir hoffentlich einige Hinweise finden. Es kann auch nicht schaden, einige Einheimische zu fragen. Nachdem wir bei Dingensbums waren. Nein, verstanden. Vielleicht haben sie etwas gesehen. Und solange wir einfache Worte wählen, müssten wir einige Informationen erhalten. Ich werde versuchen, alles zu sortieren, was wir finden, aber fragt mich ruhig, wenn ihr etwas Bestimmtes wissen wollt. Ich habe ein gutes Gespür dafür, wann wir genug für den Prozess haben und wann nicht. In Ordnung, ich bin froh, dass ihr bei uns seid. Das Vergnügen ist ganz auf meiner Seite. Schön, dass meine außergewöhnlichen Fähigkeiten zu etwas Nutzen sind. So, Rückmarsch. Ich wusste, ich habe irgendwas vergessen. Dockviertel müssen wir, ja. Ich würde sagen, dann machen wir uns gerade auf den Weg da zum zwergischen Kundschafter. Oder nein, wir machen das mit Ember. Zuerst machen wir das und dann kümmern wir uns mal um den zwergischen Kundschafter. So, raus, Marsch. So. Muss er, da ist er.
Fahrt hier langs. So, da sind wir. Gott, haben wir eine Riesengruppe. Und passt auf, sie wird noch größer. Kann ich mit der so reden? Nein, ne? Nö, okay. Mit der kann ich wahrscheinlich reden. Vorsichtig, pass auf den Würmsalbei auf. Ich habe nie genug Zeit zum Aufräumen. Wovon redet ihr da? Würmsalbei, das ist ein Reagenz für gewisse Zauber. Es verhindert, dass die Toten auferstehen. Okay, wenn ich mich nicht irre. Ja, das stimmt, ihr habt ein Auge für das Obskure. Zeigt mir, was ihr zu verkaufen habt. Gibt es in Letzthafen ein Untotenproblem? Nein, nein, es geht um Ember, ein kleines Dorf nördlich von hier. Alle Bewohner wurden ermordet. Schrecklich, wenn man sie nicht begräbt, kehren sie als Untote zurück. Das ist nur eine Frage der Zeit. Ich war seit dem Massaker nicht mehr in Ember, aber ich hörte, die Leichen sollen im Freien verrotten. Und warum begräbt die keiner? Ember liegt im laskanischen Gebiet und die Laskener regen sich nicht. Ich hatte auch nichts anderes erwartet. Ja, das sind sehr nette Gesellen. Euch ist sicher klar, dass das ein Verbrechen ist. Die Leichen dürfen nicht einfach verrotten. Ihre Seelen dürfen nicht solche Qualen erleiden. Vielleicht könnt ihr helfen. Ihr scheint Mitgefühl zu haben. Na gut, dann komm. Ich wusste, dass er mich versteht. Seht her, das ist ein Würmsalbei-Extrakt, vermischt mit einigen Reagenzien. Ihr müsst den Extrakt auf die Leichen träufeln, wenn Seelen darin gefangen sind, wird ihre negative Energie unterdrückt und sie können diese Welt ungehindert verlassen. Eine übertriebene, dramatische Beschreibung und Vorstellung von Seelen. Aber sie hat recht, der Würmsalbei wird die nekromantischen Künste besiegen. Hier, nehmt diese Tasche, streut ein wenig Pulver über jede Leiche, die ihr findet. Das müsste reichen, damit die Geister, jetzt wollte ich schon Geister lesen, Geister Ruhe finden. Ich warte hier auf eure Rückkehr. Okay, also kleiner Cut, bis gleich. Tschüss, winke, winke.